In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie viel Geld dir als Selbstständiger eigentlich übrig bleibt. Und zwar abhängig von unterschiedlichen Gewinnzahlen. Was musst du eigentlich verdienen, um ein bestimmtes Nettogehalt rauszubekommen? Denn als Selbstständiger hast du ja gar kein Gehalt, sondern du machst als erstes Umsätze. Das heißt, irgendwie kommt von deinen Kunden Geld auf deinem Konto an. Und das ist selbstverständlich nicht dein Einkommen. Und das ist natürlich auch nicht dein Gehalt und auch nicht gleichzustellen mit einem Bruttogehalt und auch nicht mit einem Nettogehalt. Denn das ist in der Regel erstmal dein Bruttoumsatz. Das heißt, dein Umsatz mit Umsatzsteuer. Entweder mit 19% oder 7% Umsatzsteuer in der Regel. Das heißt, ganz als erstes, wenn du dein Nettogehalt als Selbstständiger herausfinden möchtest, musst du erstmal die Umsatzsteuerbeträge aus den Geldeingängen herausrechnen. Wenn du beispielsweise in einem Jahr 119.000 Euro Geldeingänge auf deinem Bankkonto hattest, dann sind davon halt 19% Umsatzsteuer. Das heißt, 19.000 Euro war nie dein Geld. Das ist die Umsatzsteuer, die du an das Finanzamt abführen musst. Das heißt, die Geldeingänge auf deinem Bankkonto ist der Bruttoumsatz. Für dich relevant ist aber der Nettoumsatz ohne Umsatzsteuer. Und von diesem Umsatz musst du dann erstmal alle Kosten abziehen, die dir entstanden sind, um diesen Umsatz zu generieren. Und wie viel Betriebsausgaben du hast, das kann je nach Geschäftsmodell, Branche oder auch Stadium deiner Selbstständigkeit unglaublich unterschiedlich sein. Um mal so zwei extreme Beispiele zu nennen. Du bist zum Beispiel gerade neu mit einem Online-Shop und musst jetzt erstmal viele Waren kaufen und musst diesen Online-Shop aufbauen und musst erstmal Werbung machen. Das heißt, du hast einen Wareneinkauf und der beträgt vielleicht 30-50% von deinem Umsatz. Das heißt, 30-50% geht erstmal rein in die Produkte, die du anschließend verkaufst. Dann brauchst du noch einen Programmierer, der dir bei deinem Shop hilft. Dann musst du Werbung machen auf Google und Facebook und Instagram und Influencer-Werbung und was auch immer. Und dann bleibt dir vielleicht von deinem Umsatz noch 5%, 10% oder du machst sogar einen Verlust. Das heißt, da ist denn der Rohertrag aus deinem Nettoumsatz wahnsinnig klein. Ein anderes extremes Beispiel ist zum Beispiel ein Berater, eine Dienstleistung oder auch ein Content Creator. Wenn du einmalig Investitionen hattest, zum Beispiel in einen Laptop und einem Smartphone, dann arbeitest du anschließend meistens aus deinem Wissen. Das heißt, du brauchst eigentlich vor allen Dingen deine Skills und deine eigenen Talente und verkaufst dann deine Zeit. Und da ist natürlich kein Wareneinsatz. Und da gibt es durchaus Geschäftsmodelle, wo dann 95% von dem Umsatz auch ein Reingewinn ist. Das heißt, da betragen dann deine Betriebsausgaben vielleicht noch 5% von deinem Umsatz. Deswegen ist der Umsatz ehrlicherweise auch keine gute Kennzahl, um herauszufinden, wie viel du dir jetzt eigentlich verdienst. Weil ein Online-Shop mit 1 Million Euro Umsatz kann tatsächlich unterm Strich weniger abwerfen als ein Dienstleistungsgeschäft mit 100.000 Euro Umsatz. Das heißt, relevant ist eigentlich immer nur der Gewinn. Und jetzt könnte man vorschnell sagen, ja, der Gewinn eines Selbstständigen, der entspricht ja ungefähr dem Bruttogehalt eines Angestellten. Und das ist leider ein ziemlich weit verbreiteter Irrtum. Der Gewinn eines Selbstständigen ist nicht gleichzusetzen mit dem Bruttogehalt eines Angestellten. Weil wenn du angestellt bist, dann zahlt dir der Arbeitgeber ungefähr 50% zu allen Sozialversicherungen dazu. Bei einigen Sozialversicherungen ein bisschen weniger, aber es gibt dafür andere Sozialversicherungen, wie zum Beispiel die gesetzliche Unfallversicherung, die bezahlt der Arbeitgeber vollständig. Die siehst du als Angestellter nie. Die siehst du auch nicht in deinem Arbeitsvertrag, die siehst du auch nicht in deinen Gehaltsabrechnungen, weil in den Gehaltsabrechnungen siehst du immer nur deinen Anteil. Alle Arbeitgeber von euch, die werden wissen, dass es da noch einen zweiten Anteil gibt. Und als Arbeitgeber unterscheidet man immer zwischen Bruttogehalt und Arbeitgeberbruttogehalt. In dem Arbeitgeberbruttogehalt sind dann tatsächlich alle Sozialversicherungskosten enthalten und das ist meistens so ungefähr 25% höher als das eigentliche Bruttogehalt. Und das, was am Ende ein Angestellter ausgezahlt bekommt, ist natürlich nochmal deutlich weniger. Das heißt, man könnte sagen, der Gewinn eines Selbstständigen ist gleichzusetzen mit dem Arbeitgeberbrutto bei Angestellten. Das würde ungefähr passen. Allerdings hinkt der Vergleich auch so ein kleines bisschen, weil du als Selbstständiger andere Verpflichtungen bei den Sozialversicherungen hast. Wir alle zahlen Steuern. Das heißt, Einkommensteuer und Lohnsteuer ist übrigens genau das gleiche, zahlen sowohl Selbstständige als auch Angestellte. Bei der Krankenversicherung und Pflegeversicherung gibt es auch eine Versicherungspflicht. Das heißt, sowohl Selbstständige als auch Angestellte zahlen auch Kranken- und Pflegeversicherung. Bei der Arbeitslosenversicherung oder Rentenversicherung muss man genau schauen, in welcher Branche du tätig bist, also welchen Beruf du als Selbstständiger ausübst. Da gibt es manchmal eine Rentenversicherungspflicht. Die meisten Selbstständigen haben aber keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und auch nicht in der Arbeitslosenversicherung. Von daher ja, sind die Versicherungen bei Selbstständigen und Angestellten so ein kleines bisschen unterschiedlich. Doch kommen wir zurück zu unserem Berechnungsschema. Wir wollen aus dem Gewinn einer Selbstständigkeit dein Nettogehalt ausrechnen. Und da müssen wir vor allem jetzt die Krankenversicherung und die Steuern herausrechnen. Die Gewerbesteuer können wir ehrlicherweise in dieser Berechnung nahezu vernachlässigen, weil du als Gewerbetreibender die gezahlt
gezahlte Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung anrechnen kannst und dadurch reduziert sich dann deine Einkommensteuer. Das heißt, unterm Strich zahlst du als Gewerbetreibender zumindest in allermeisten Fällen nicht wirklich mehr Steuern. Ich habe das ganze Thema schon mal aufgeschlüsselt und gezeigt, wann man eigentlich tatsächlich als Gewerbetreibender mehr Steuern zahlt und wann eher nicht. Ich verlinke dir das Video noch einmal oben rechts. Schau da gerne einmal vorbei. Hier in dieser Berechnung sagen wir einfach, okay, du hast als Gewerbetreibender keine zusätzliche Steuerbelastung. Und deswegen schauen wir uns nur den Einkommensteuertarif an. Und der Einkommensteuertarif ist progressiv. Man kennt das aus den Medien immer so als kalte Progression. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du so ein Grundeinkommen hast, einen Grundfreibetrag. Das heißt, du kannst ungefähr 12.000 Euro erstmal verdienen, bevor du überhaupt Steuern zahlen musst. Das heißt, die ersten 1.000 Euro im Monat hast du mehr oder weniger steuerfrei. Und dann mit dem steigenden Einkommen steigt tatsächlich auch deine Steuerbelastung. Und zwar nicht als absoluter Betrag, also das natürlich auch, sondern auch der prozentuale Anteil. Bis er dann bei 62.809 Euro bei 42% liegt. Das heißt, der Prozentsatz, den du von deinem zusätzlichen Einkommen abgeben musst an Steuern, der steigt immer weiter an bis ungefähr 60.000 Euro. Und bei 60.000 Euro bist du dann auf einem Plateau, das 42% beträgt. Das heißt, dann musst du immer von jedem Euro, den du zusätzlich verdienst, 42 Cent Steuern zahlen. Und ab einem Einkommen von ungefähr 280.000 Euro macht das nochmal einen kleinen Sprung auf 45%. Und das Ganze ist auch immer wieder der Grund, warum man hört, ab 60.000 Euro zahlt man Spitzensteuersatz. Ja, aber nur auf die Euros, die denn da drüber liegen. Die ersten 12.000 Euro bleiben immer steuerfrei. Auch wenn du 100.000 Euro verdienst, 200.000, 100 Millionen verdienst, dann sind die ersten 12.000 Euro immer steuerfrei. Das heißt, der Durchschnittssteuersatz, den du durchschnittlich auf dein gesamtes Einkommen bezahlst, der liegt nicht bei 42%. Das ist der Unterschied zwischen Grenz- und Durchschnittssteuersatz. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Und neben der Einkommensteuer ist für dich als Selbstständiger vor allen Dingen die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung noch entscheidend. Der Krankenversicherungssatz beträgt aktuell 14 oder 14,6%, jeweils ob du eine Krankengeldversicherung hast oder nicht. Und dazu kommt dann noch ein Zusatzbeitrag der Krankenkasse und halt die Pflegeversicherung. Das ist ein bisschen abhängig davon, ob du Kinder hast und wie alt du bist, in welcher Krankenversicherung du bist und so weiter. Das heißt, da gibt es ein paar Unterschiede. Das Ganze jetzt hier in diesem Video ganz detailliert zu besprechen, wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Dazu kommt in Kürze ein neues Video, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Was bei der Krankenversicherung aber unheimlich unfair ist, ist, dass es einen sogenannten umgekehrten Grundfreibetrag gibt. Und zwar ist es bei der Steuer ja so, dass du die ersten 12.000 Euro quasi steuerfrei hast. Das heißt, wenn du wenig verdienst, dann zahlst du auch keine Steuern. Ja, so ist das bei Angestellten und so ist es bei Selbstständigen. Und das ist meiner Meinung nach absolut fair. Bei der Krankenversicherung ist es genau das Gegenteil. Wenn du weniger als einen bestimmten Betrag verdienst, dann hast du so einen Sockelbeitrag. Das heißt, die Krankenversicherung sinkt nicht weiter. Das ist als Angestellter ganz anders. Wenn du wenig verdienst, dann zahlst du auch wenig Krankenversicherung. Das heißt, da gibt es keinen Mindestbeitrag in der Krankenversicherung für Angestellte. Bei Selbstständigen gibt es das. Es ist meiner Meinung nach vollkommen unfair. Also das Mindesteinkommen, was du immer für die Krankenversicherung hast, beträgt in 2024 1.178,33 Euro pro Monat. Das heißt, für die Krankenkasse verdienst du pro Jahr immer mindestens 14.139,96 Euro. Weniger kannst du nicht Krankenversicherung zahlen. Das ist meiner Meinung nach wahnsinnig unfair. Wenn du beispielsweise gerade gründest und nur 500 Euro im Monat im Durchschnitt Gewinn machst, dann zahlst du keine Steuern, weil der Gesetzgeber da sagt, naja, du verdienst so wenig, da können wir jetzt nicht noch Steuern wegnehmen. Investier erstmal in dein Unternehmen, mach es erstmal groß und wenn du dann viel verdienst, dann wollen wir halt auch viel abhaben. Das heißt, Steuern musst du nicht bezahlen, wenn du beispielsweise 500 Euro im Monat Gewinn machst als Selbstständiger. Und die Krankenkasse, die sagt, 500 Euro, das kann gar nicht sein. Wir berechnen unsere Krankenversicherungsbeiträge jetzt auf ein fiktives Mindesteinkommen von ungefähr 1.200 Euro im Monat. Das heißt, die Krankenkasse geht einfach davon aus, dann verdienst du halt 1.178 Euro und berechnet darauf den Krankenversicherungsbeitrag. Was natürlich am Ende dazu führt, dass die prozentuale Belastung mit der Krankenversicherung extrem hoch ist. Und meiner Meinung nach ist das unfassbar ungerecht, weil bei Angestellten ist es halt nicht so. Bei Angestellten gibt es keinen Mindestbeitrag für die Krankenversicherung und jeder würde sich auch darüber beschweren. Bei Selbstständigen scheint es irgendwie niemanden zu stören. Und damit kommen wir einmal zu ganz konkreten Beispielen. Wie viel netto bleibt eigentlich bei welchem Gewinn? Und hier ein kleiner Hinweis für alle Leute, die das jetzt nachrechnen wollen. Ich bin jetzt in meiner Berechnung einmal davon ausgegangen, dass ich bei der Techniker Krankenkasse versichert bin. Das heißt, ich zahle den Zusatzbeitrag von 2024 bei der Techniker. Ich bin über 23. Ich habe Kinder, ich habe keine Versicherung für Krankengeld und ich zahle keine Rentenversicherung und keine Arbeitslosenversicherung. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich 1.000 Euro Gewinn im Monat mache. Und bei 1.000 Euro Gewinn im Monat zahle
ich gar keine Steuern. Das heißt, ich habe generell überhaupt gar keine Steuerbelastung, aber aufgrund des Mindestbeitrags bei der Krankenversicherung zahle ich 219,25 Euro für die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Und damit ist das auch meine Gesamtbelastung, die ich pro Monat habe, und zwar 219,25 Euro. Bei 1000 Euro Gewinn führt das dann zu einem Nettoeinkommen von 780,75 Euro. Wenn ich 2000 Euro Gewinn im Monat mache, dann bin ich in einem Bereich, wo ich langsam Einkommensteuer zahlen muss. Da zahle ich dann insgesamt 136,17 Euro für die Einkommensteuer und für die Krankenversicherung zahle ich 372 Euro. Das führt dann dazu, dass ich insgesamt Abgaben habe in Höhe von 508,17 Euro. Das bedeutet, aus meinen 2000 Euro Gewinn werden 1491,83 Euro Nettoeinkommen. Bei 5000 Euro Gewinn im Monat, also 60.000 Euro Gewinn im Jahr, da steigt die Steuer dann erheblich an. Da merkt man dann, wie die kalte Progression ordentlich zuschlägt. Das sind dann eine Steuerbelastung von 873,25 Euro. Und bei der Krankenversicherung bin ich schon bei 930 Euro. Das macht eine gesamte Abgabenlast von 1803,25 Euro und führt dann dazu, dass aus meinen 5000 Euro Gewinn im Monat ein Nettoeinkommen pro Monat wird in Höhe von 3196,75 Euro. Und dann schauen wir uns noch mal ein Beispiel an von jemand, der wirklich gut verdient. Und zwar 10.000 Euro Gewinn im Monat. Nicht Umsatz, wirklich Gewinn im Monat. Und bei 10.000 Euro Gewinn im Monat, da sind wir natürlich schon in dem Bereich des Spitzensteuersatzes, zumindest bei der Grenzsteuersatz, wie ich eingangs erklärt habe. Aber wir zahlen für die Einkommensteuer pro Monat 2.910,83 Euro. Und die Krankenversicherung und Pflegeversicherung liegt jetzt bei 962,67 Euro. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, huch, die ist jetzt nicht wirklich höher geworden. Ich meine, das sind nur 32 Euro mehr als bei einem monatlichen Gewinn von 5.000 Euro. Der Gewinn hat sich verdoppelt pro Monat, aber der Beitrag ist nicht mehr höher geworden. Das liegt daran, dass es bei der Krankenversicherung nicht nur nach unten einen Betrag gibt, wo die Krankenversicherung davon ausgeht, naja, das verdient zumindest, sondern auch einen Maximalbetrag. Das gilt übrigens auch bei Angestellten. Das ist diese Beitragsbemessungsgrenze und wenn du dann darüber hinaus mehr verdienst, dann steigt der Beitragssatz für die Sozialversicherung nicht mehr weiter an. Und das gilt tatsächlich auch für Selbstständige, wenigstens etwas. Das Ganze führt dann dazu, dass ich bei 10.000 Euro Gewinn im Monat eine Gesamtbelastung habe von 3.873,50 Euro. Und das ist ein Nettogehalt von 6.126,50 Euro. Pro Monat. Bei diesem Beispiel muss ich aber ganz klar dazu sagen, dass der Selbstständige im Vergleich zu einem Angestellten mit dem gleichen Nettogehalt deutlich unterversichert ist, weil er keine Rentenversicherung zahlt, weil er keine Arbeitslosenversicherung hat. Und das ist der Grund, warum Selbstständige da auch deutlich mehr zahlen müssten. In der Praxis ist es aber häufig so, dass Selbstständige sich halt nicht freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern, einfach weil es mathematisch, um es mal so zu sagen, keinen Sinn ergibt. Deswegen, ich kenne wirklich faktisch keinen einzigen Selbstständigen, der einfach alle gesetzlichen Versicherungen, die er als Angestellter hatte, auch als Selbstständiger abschließt. In der Regel freuen sich Selbstständige, dass sie diese Flexibilität haben, dass sie sich selbst aussuchen können, wie sie sich absichern. Und das führt eigentlich dazu, dass man das eigentlich nie eins zu eins vergleichen kann. Ich habe es jetzt mit dem Berechnungsbeispiel näherungsweise versucht. Man sollte aber da wirklich nicht vergessen, dass Selbstständige sich wirklich für Arbeitsflauten, Auftragsflauten und fürs Alter selbst absichern müssen und diese Beträge gehen dann halt jeweils runter. Und das ist natürlich dann auch sehr abhängig von der eigenen Risikoempfindung und wie lange es noch dauert bis zur Rente und so weiter. Das heißt, so ganz eins zu eins kann man das Ganze nicht vergleichen. Ich habe es hier in diesem Video mit den Beispielen mal versucht, näherungsweise zu schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du als Selbstständiger jetzt sagst, ja schön und gut mit den Beispielen, aber bei mir ist es ja noch so, dass ich Gewerbesteuer habe. Ich habe aber die Versicherung und ich habe ja aber eine Krankengeldversicherung und außerdem bin ich in der Kirche und muss Kirchensteuer bezahlen und mein Umsatz und mein Gewinn ist viel höher oder viel niedriger als in deinen Beispielen. Wie berechne ich das denn jetzt für mich persönlich? Eine absolut legitime und sinnvolle Frage und da habe ich eine Empfehlung, die wirklich vom Herzen kommt. Und zwar ein ehemaliger Kollege, ein fantastischer Kollege, liebe Grüße an Dennis von Kontist, der hat ein kostenloses Tool gebaut. Du musst dich nicht mal anmelden. Du kannst einfach auf die Webseite gehen, dann siehst du so ein Excel-Sheet und kannst da deine Zahlen angeben und dann siehst du wirklich exakt, welche Kosten du pro Monat tragen musst und ja, wie viel Geld du da idealerweise zurücklegen musst. Ich verlinke dir das Ganze einmal unten in der Videobeschreibung, aber wir schauen uns das am besten auch einmal zusammen an. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, dann landest du auf dieser Seite, steuersafe.com und hier siehst du schon, es gibt so ein paar Angebote. Was ich dir aber ganz konkret zeigen möchte, ist einmal das Sheet. Das sieht ungefähr so aus. Wir schauen uns das einfach direkt einmal an. Und zwar klickst du einfach hier
zum Sheet und dann öffnet sich dieses Sheet. Ganz, ganz wichtig, bevor du hier deine eigenen Daten einträgst, bitte einmal das Sheet für dich einfach duplizieren. Also einfach mal eine Kopie erstellen und dann hast du deine Kopie und dann kannst du da deine Zahlen eintragen. Das mache ich auch einmal. Ich gehe hier einfach auf Kopie erstellen und habe dann quasi meine Version von dem Sheet und kann hier eintragen, was ich möchte, ohne das mit der ganzen Welt zu teilen. Und als erstes ist wichtig, dass ich erstmal eintrage, für welches Jahr berechne ich das eigentlich, weil der Steuertarif, der ändert sich jedes Jahr so ein kleines bisschen. Und hier kann ich meinen Gewinn eintragen. Und zwar pro Jahr oder pro Monat. Ich habe ja in meinem Beispiel Monatszahlen genannt. Aber wenn ich hier zum Beispiel sage, ich verdiene 60.000 Euro im Jahr, dann kann ich hier schon mal sehen, was ich für Steuerbelastungen habe. Hier meine Steuer- und Versicherungszahlungen. Und hier kann ich jetzt eintragen, wie wird die Einkommensteuer berechnet, wie hoch ist da meine Belastung, wie ist das bei der Krankenversicherung. Hier kann ich auswählen, in welcher Krankenversicherung ich bin. Und dann ändert sich das auch. Der Satz, je nach Krankenkassenzusatzbeitrag, habe ich eine Krankengeldabsicherung, habe ich eine Pflegeversicherung, wie alt bin ich, also bin ich über 23, habe keine Kinder, dann muss ich ein kleines bisschen mehr bezahlen. Ich kann auch sagen, okay, ich bin gewerbesteuerpflichtig, ich zahle die Rentenversicherung ein, ich zahle die Kirchensteuer und so weiter. Und dann verändern sich die ganzen Zahlen. Und das kann gerne jeder von euch einmal berechnen. Und hier sehe ich die Zusammensetzung. Und wie du vielleicht anhand meiner Beispiele schon gesehen hast, je weniger du als Selbstständiger verdienst, desto größer ist der Anteil, den du für die Sozialversicherung bezahlst. Und je höher dein Einkommen ist, desto größer ist der Anteil, den du für die Steuer bezahlst. Und genau, das Ganze kannst du jetzt hier noch berechnen. Was natürlich einen Rieseneffekt auf deine Steuerlast hat, ist, wenn du noch einen Hauptjob hast. Also wenn du nebenberuflich selbstständig bist, neben einem Hauptjob, mit dem du beispielsweise 60.000 Euro brutto verdienst, dann verdienst du ja schon 60.000 Euro und dann ist dein Grundfreibetrag ja schon aufgebraucht und auch ehrlicherweise die ganze Einkommen mit dem relativ niedrigen Steuersatz. Das heißt, die Steuern, die du dann für deine Selbstständigkeit zahlst, die sind höher, weil du das Einkommen schon hattest und die Einkommensteuer zahlst du immer auf dein gesamtes Einkommen und nicht nur auf deine Selbstständigkeit. Das heißt, du könntest hier jetzt auch noch dein Einkommen aus der Angestellten-Tätigkeit eintragen. Ich lade dich herzlich ein, einfach mal unten in der Videobeschreibung zu klicken, hier mit deiner eigenen Zahlen einzugeben und ich glaube, Dennis freut sich sehr über Feedback. Feedback kannst du ihm hier schicken und ja, lass mal liebe Grüße da. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch offene Fragen hast oder einen Kommentar hast oder eine Meinung hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und wenn du selbstständig bist und sagst, okay, Steuerbelastung, damit kann ich mich arrangieren, aber wie berechne ich die? Also ich brauche ein Buchhaltungsprogramm, ich brauche einen Steuerberater, ich brauche ein Rechnungsprogramm, ich brauche da irgendetwas. Hast du nicht eine Empfehlung, Melchior? Ja, habe ich, findest du alles unten in der Videobeschreibung, verlinke ich dir gerne aber auch nochmal hier. Meine größte Empfehlung ist aber, den Kanal zu abonnieren und direkt ein nächstes Video zu gucken. Zum Beispiel das hier oder das hier.